soll ich das denn machen? Kind! Schaff die Materialien raus! Sofort! Oh Gott. Jetzt bestimmt wieder Bossfight gegen Raker. Mit dem Verschmähen des Versprechens habt ihr euch ihrer als unwürdig erwiesen. Ah ja, natürlich. Und müsst zerstört werden! Das ist falsch! Der flache Psychospiele! Ich kotz gleich! Kommt später! Konzentrier dich auf Raker! Hier. Hä? Was ist denn das? Das ist halt so komisch. Gegen die gute alte Feuerkraft. Ich würde ihn lieber meine Klinge schmecken lassen. Ja, kannst du direkt machen. Du bewegst dich vergeblich. Ihr dürft das gerne persönlich nehmen. Wenn wer an meinem Gehirn rumrutscht, wird es automatisch persönlich. Dieser verflachte Kugelschwamm muss Sterne sehen. Oh shit. Obi greift an. Ja, okay. Oder. Das war wohl. Ah, natürlich. Jetzt kommen wir erst mit I. Oder? Ja. Hey, Opa! Denkst du, wir haben Angst vor deinen Gorillas? Keiner von ihnen verlässt die Kammer. Obi muss ich erstmal heilen. Ich lasse nicht zu, dass dieser Michael sie nochmal holt. Vergiss den Prediger erstmal. Der Chor ist stinksauer. Nicht angreifen, wer das erreicht. Und wir brauchen nicht noch mehr Probleme. Elektrozauberei aus dem Weg gehen. Lass nicht zu, dass der Flugmann sein Team heilt. Nimm ihn ins Visier. Hey. Diese Typen gewinnen den Preis für das beste Gruselkostüm. Sie sind ein Hohn. Der Kultist ist mir voll reingelaufen. Diese verwirrte... Nein, er hält schon wieder. Wer stärker geworden. Die, wir müssen auf den goldenen... Wie schaffen sie es nur so zu schwenken? Oh, scheiße. Freund und Helfer. Der Zauberer erfüllt seine Glaubensenergie. Es wird Zeit, dass jemand den Klingel tut. Warum seid ihr denn eingefroren? Ah, toll. Okay. Oh ja, das mache ich später. Willst du ein Feuerwerk sehen? Ja. Schlecht jetzt gerade. Okay, wir müssen uns aber irgendwie auf den Goldenen da konzentrieren, dass er nicht immer hochheilt. Den habe ich zu spät gesehen. What the fuck, ey? Was ist bitte passiert? Was ist passiert, wenn ich gesagt hätte, ja, ich nehme das Versprechen an? Wäre das Spiel schon vorbei? Oder das Spiel hätte mich so oder so irgendwie noch gezwungen, dass ich sage, ja, nein, das ist alles nicht echt. Aber ich weiß das nicht, da muss ich erstmal nachgucken nachher. Da muss ich gar das andere Ende dann auch noch irgendwie machen. Falls es ein anderes Ende gibt, weiß ich gar nicht. Oh, das war ja alles gerade sehr... Ich lass nicht zu, dass dieser Mistkerl sie nochmal holt. Noch vergiss den Prediger erstmal. Der Chor ist stinksauer. Deine Magie wird sie nicht retten, Hexer. Das ist das Spaß. Gegenteil von Heil. Das sollten wir mit ihm machen. Scheiße. Warum müsst ihr uns angreifen? Greg, du musst zu dir kommen. Wenn dir irgendwas trennt, kriegst du nach verbranntem Ozon. Dann solltest du wahrscheinlich ausweichen. Der Quadratschädel guckt seine Kuppel auf. Dann steck ihn in einen Leichensack. Problem, Lösung. Hatten wir die Verwendung des Fliegers zu seinen Freunden? Das ist nicht fair. Geht gerade nicht. Es ist in Ordnung und hinfallen. Danke, Drax.
Oh, kann man überhaupt auf den gehen? Dieser Blattnase saugt meine Schosse. Bin ich doch da! Ich bin bereit! Ich brauche nur eine Lücke! Ah. Peter! Kannst du ihn erreichen? Oh. Achso, da muss ich drauf schießen. Der Zauberer beschützt die anderen! Was ist das Gegenteil von Heil? Das sollten wir mit ihm machen! Unglaublich, dass ich dabei Hilfe gebraucht habe! Unfair! Er verstärkt jeden außer uns! Du solltest dich darum kümmern, Peter! Dabei. Lass die Verbesserten in Ruhe, die reflektieren Schüsse! Oh, hey! Ich stehe in seiner Schuld, alle! Der Flieger! Worauf wartest du? Schieß ihm ins Gesicht! Ich bin gut! Genau! Der schwimmende Pfandschein hat sogar sie ihre Grenzen! Schieß nicht auf ihn! Er wird mit dieser Magie kontern! Ja, die Ober heilt ihre Kumpel! Das ist nicht fair! Alter! Ich weiß, sie sehen lustig aus, aber das bedeutet nicht, dass sie ungefährlich sind! Hey, well. Alles in Ordnung! Der Große sieht Sterne! Bleib von dem verbesserten Mistloch weg! Oh Mann! Der Quadratschädel pumpt seine Kuppel auf! Wie oft habe ich dir jetzt schon den Hintern gerettet? Was geht hier ab, ey? Hey, der Große braucht eine Hilfe! Halt ihn durch, Großer! Gegen dich! Runde 2! Spart eure Position! Schlagt den Typen eine besondere Überraschung! Schieß nicht! Der da wirft Glaubensschüsse zurück! Oh Mann! Quill! Groot sieht nicht gut aus! Ich hab gut durchgeknallt! Alter! What the fuck? Oh Gott, ey. Das ist schon wieder so ein Kampf, wo wir drei Versuche brauchen, dann läuft alles. Muss ich erstmal wieder eingrooven. Oh, ich weiß nicht so ganz, auf wen ich da gehen soll, weil diese goldenen Viecher da bringt irgendwie gar nicht so viel. Na, mal schauen. Ich glaube, ich muss auf beide wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen drauf gehen. Nein, ich lasse nicht zu, dass dieser Mistkerl sie nochmal holt. Vergiss den Prediger erstmal. Der Chor ist stinksauer. Oh, Strom. Sie sind der Feind, Rex! Wacht auf! Ich bin Groot! Finde sie an, Groot! Der Rocket! Lass sie weg! Diese Typen gewinnen den Preis für das beste Gruselkostüm! Auf den Schwimmer! Oh, Leute, war das mit euch? Die anderen! Aber das bedeutet nicht, dass sie ungefährlich sind. Unfair! Er verstärkt jeden außer uns! Dann steck ihn in einen Leichensack! Problem, Lösung! Gerdet! Der Beschuss von dem da bringt uns nur Ärger! Und wir brauchen nicht noch mehr Probleme! Leute, was macht ihr denn? Kommst du auf die Idee, dass sie sprechen können? Schaffen Sie es nur so zu schweben? Sie sind wahre Gläubige! Warum müssen Sie uns angreifen? Sie sind der Feind! Spar dir deine netten Worte für später, Quill! Ich dachte, ich wäre erledigt, Mann! Ich bin gut! Ein Fanatiker weniger! Die euch geknallte Ehre verdienen es! Ich bin Groot! Genau, Groot! Schieß nicht auf die, die alles nur verstärkt respektieren! Peter Quill, ich hab mich gerettet! Gamora sieht echt nicht gut aus! Tief durchatmen! Gamora kommt gerade nicht ran! Unterstützung, bitte! Mach mir den Baum! Ich glaub, der Große sieht Sterne! Was zur? Der Coach stoppt seine Teammitglieder! Ich will ihn in einen Leichter, der Tiger! Der Schweber hält den Rest von ihm!
Was für eine Birke hat Rauchspeiser? Das ist alles so unnötig. Angriff! Verstärkt die Macht! Zeigt ihn richtig! Nächstes Mal bist du auf dich allein gestellt! Aha. Du solltest dich darum kümmern, Peter! Danke, Gamora, für das Mitleid. Mann! Das zeigt mir, ich glaube, ich gehöre zu sehr auf diese goldenen Typen da fokussiert. Boah. Und mir ist noch nicht so ganz raus. Nein, ich lasse nicht zu, dass dieser Mistkerl sie nochmal holen kann. Vergiss den Prediger erstmal! Der Chor ist stinksauer! Es tut auch nicht weh! Mistkerl! Kein Fall! Er ist ein guter Junge! Was immer das ist, gibt's keine Schuld! Bam! Nice! Das lief doch gut! Seht doch, der Zauberer heilt die Seinen! Das ist das Gegenteil von heilen! Das sollten wir mit ihm machen! Angriff auf Flachgesicht! Er heilt seine Freunde! Es wird der Runde kommen! Was? Das lief so gut! Das lief so gut gerade. Mann. Einen hatte ich schon down. Okay, wenn der erste down ist, müssen wir uns wieder auf die Kleinen konzentrieren, weil das war ja irgendwie sehr viel mehr. Oh, aber das lief so gut. Nein, ich lasse nicht zu, dass dieser Mistkerl sie nochmal holen kann. Vergiss den Prediger erstmal. Der Chor ist stinksauer. Chef, ehrenvoll! Sie sollen mich nicht auf ihr bewegen. Genügend Treffer und das wird schon. Ich hab gedrückt. Scheiße, ich bin gleich wieder. Was, Quill. Danke, Kumpel. Diese Treppen gewinnt den Preis für das Beste. Achtung, erhalte deine Pumpe. Dann sollte er der Erste sein, der stirbt. Der Typ kanalisiert unser Feuerpunkt. Böse Magie! Der Zauberer hat mich benötigt für deine Hilfe, Peter! Mann! Nein, ich lass nicht zu, dass dieser Mistkerl sie nochmal holt! Vergiss den Prediger erstmal! Der Chor ist stinksauer! Eingehacktes Gamora! Mach dich bereit und hol! Cosmo hat uns doch nicht abklaviert, oder? Ein Todesurteil? Das wäre aber sehr streng! Wahrscheinlich stürmt nur diese Glaubensenergie das Signal! Vorsicht! Er heilt seine Freunde! Worauf wartest du? Schieß ihm ins Gesicht! Okay, sollen wir doch auf den Großen gehen? Aber hier sind so viele, oh mein Gott! Wir haben die gleiche Zeit wie Breaker! Sie sind angefüllt mit Licht! Lass nicht zu, dass der Flugmann sein Team heilt! Umso mehr Grund, ihn zuerst zu töten! Okay, dann gehen wir doch auf den Goldenen. Dieser Priester pumpt Glauben in die anderen! Das ist nicht fair! Leg los, Rocket! Das ist dein Ende! Der Quadratschädel pumpt deine Kuppel auf! Vielleicht komm schon! Ja! Kommst du auf die Idee, dass ich sprengen können? Mann! Ich hab's gedrückt, aber ich hab gefasst weit weg. Beschwich dich, das hat sich über die Macht! Vielen Dank für die Hilfe, Großer! Aber das ist alles aufgeladen. Nur so zu schweben. Klingt, als wäre Captain Jet die beleidigt. Diese Lichter behindern meine Sicht. Hey, Quill! Ich glaube, der Große sieht Sterne. Kann ich dir helfen? Da steht Augen aufs Ziel, Peter! Die nächste Runde, wir brauchen dich auf den Beinen, Großer! Ich wanke nicht nochmal! Es ist so lange her, dass ich was gesprengt hab! Hochjagen, Rocket! Cosmo hat uns doch nicht absichtlich abserviert, oder? Ein Todesurteil? Jetzt, das jetzt! Jetzt, Zucker! Oh mein Gott! Zucker! Das Signal. Noch wer? Da hinten. Endlich, Halleluja. Oh Gott, was ein Krampf. Wir sind hier unten leichte Beute. Wie kommen wir raus? Rakers Drohne hat mir einen Blick auf den Plan des Schiffs gewährt. Ich
bring uns in die Funkzentrale und dann rufen wir die Milano, damit sie uns aus diesem Mistflak rausholt. Okay, aber siehst du einen Weg nach oben? Oh. Ich sehe einen Weg nach oben. Wie rücksichtsvoll. Ja, Achtung. Gamora, warte! Verschaff uns Zeit, Groot! Mir gefallen unsere Chancen hier nicht gegen die gesamte Kirche. Vielleicht sollten wir sie einfach um ein Schiff finden. Das wird bestimmt funktionieren. Lasst uns die Treppe rausgehen, bevor sie sie abwerfen. Bringen Sie nicht auf dumme Ideen. Zack! Ich liebe es, Kultisten zu kloppen. Macht es Spaß, wenn die Schwachen die Opfer sind? Wo ist der große Einiger hin? Wahrscheinlich wechselt er nach dem Treffen mit uns seine Goldunterwäsche. Verflagte Zwerglutscher! Oh, rennen! Mist, Mist, Mist! Los, los, los! Ich kann mein Sport nicht mehr machen. Von Rennen war nicht die Rede, als ich dazugestoßen bin. Fühlig. Flak! Springt einfach! Ja. Diese komische Drohne, ey. Nicht gut. Gar nicht gut. Wir brauchen einen Ausgang. Es gibt keinen. Dann mach einen. Hier. Drax, schlag so fest wie möglich hier gegen die Wand. Warum? Weil wir sonst sterben. Okay. Brauchen wir noch einen Grund? Kommt, wir können durch den Abfluss da entkommen. Bist du verrückt? Das ist hochgiftiges Warp-Kühlmittel. Da können wir nicht reinspringen. Wir müssen in Bewegung bleiben. Ich war vielleicht nicht deutlich genug. Das Becken bedeutet den sofortigen Tod. Was zum... Drax, Mann! Alles okay? Ja. Okay, es ist vielleicht doch kein Warp-Kühlmittel. Na dann, Wunder. Das kitzelt. Cool, wir müssen darüber reden, dass dein Kind uns umbringen wollte. Baker hat was mit ihr gemacht. Das ist sein... Sie haben den alten Bergbausektor erreicht. Nein, der große Einiger hat Liktor-Drohnen in die unteren Gänge geschickt. Die Ketzer wären desintegriert worden. Mistlöcher! Oh Mann, ey. Ja, vielleicht. Aber wenn wir uns verirrt haben, können sie uns wenigstens nicht finden. Wir sind geliefert. Wir haben uns verirrt und wir sind geliefert. Ich muss mich nur orientieren. Ich war noch nie auf so einem großen Schiff. Vertraue deinen Instinkten. Kleines? Naja, immer noch besser als Abscheulichkeit. Du bist ein dummes, kleines Ding. Alter, komm ich nicht hoch. Oh. Hierhin? Könnten wir hier bitte alles in die Luft jagen, bevor wir uns wieder verabschieden? Dem Mädchen darf nichts passieren. Sehe ich auch so. Ja, gut. Aber irgendwas muss hier explodieren. Drax, kannst du das hochheben? Sicher. Wo soll ich's hintragen? Das weiß ich noch nicht. Oh, da vielleicht. Genau. Sicher, dass der Pass noch unbenutzbar ist? Cosmo muss wissen, was hier vor sich geht. Immer noch nichts. Was sollte der Köter auch tun? Nova anrufen? Unterschätzt den alten Hund nicht. Er wird wissen, was zu tun ist. Der Hundebericht muss übergeben werden. Hey, neues Outfit. Wow. Böse Lord gefunden. Schön. Übrigens könnten wir wieder nach Fähigkeiten gucken. Aber noch keinen, den wir freischalten können. Na gut. Hey, Zeug. Noch sauer auf den großen Einflieger, weil er uns billigst ausgetrickst hat und dann abgehauen ist. Ich weiß nicht, wie er es hingekriegt hat. Irgendwas mit diesen schicken Roboterarm. Sie sind wohl so eine Art Verstärker für seine Glaubensenergie, oder? Ja, hoffentlich hat er nicht noch mehr Roboterteile im Ärmel. Mist! Oh, was machen die da? Sie stehen uns im Weg. So viele Türen. Du kennst den Weg heraus, oder? Jetzt schon.
Seht mal, da ist Ramsch. Du hast ihn Ramsch genannt? Ja, pass nur auf, oh. Er wird uns zu der Funkzentrale führen. Nice. Da, das ist unser Ausgang. Okay. Okay, alles klar. Wie kommen wir da jetzt hin? Rocket. Okay, haben wir eine ganz kurze Pause. Ist nämlich noch dringend auf Klo. Und dann versuchen wir da mal irgendwie rauszukommen. Bis gleich. Ah, fortfahren. So, Kamera kann ich ja wieder anmachen. Rocket. Seht mal, diese Idioten sehen uns noch nicht. Lass Jungs, es auf sie fallen! Hab ich schon erwähnt, wie du mich schon erwähnt, wie viel Angst du mir machst? Wir haben keine Zeit, diese Typen zu bekämpfen. Je schneller wir rauskommen, desto schneller können wir nicht hier retten. Du meinst, desto schneller finden wir die Milano? Wir gehen nicht ohne sie. Von? Danke, Ramsch! Bring uns hier raus, Quill! Ich versuch, ja! Ich bin dabei. Ah, da kommen immer mehr, wa? Geh mal zur Tür. Ah. Wie Aua. Konnten wir den einen rausfinden, der anscheinend mit jedem anderen Raum auf diesem Schiff verbunden ist? Dieser Ort hat viele Geheimnisse, Großer! Spar dir deine netten Worte für später, Quill! Oh, das ging ja einfach. Flock! Kommt her! Ramsch wird sein eigenes Plätzchen auf der Milano brauchen. Jemand muss seine Kabine für ihn räumen. Nein! Ramsch! Er sollte doch der sechste Wächter werden! Schocksöhne! Jungs, wir müssen weiter! Die arme Drohne. Mist! Eine Sackgasse! Und jetzt? Da oben! Der Steg ist unser Weg hier raus. Falls wir hier rüberkommen. Flag, wir haben ein größeres Problem. Die Drohne ist zurück. Quill, cool, such uns einen Weg zu dem Steg, bevor wir extra knusprig sind. Peter, sag mir, dass du eine Idee hast. Die Säule da ist kopflastig. Drax, wirf die da über die Lücke. Ah. Jawohl. Mach ihn. Nein. Falsche Richtung, Drax. Was soll der Mist, Mann? Was? Du Fettschädelbedon, das war unser... Spielt keine Rolle, wir haben einen Ausgang, gehen wir! Quill, das Ding will unbedingt ein Stück von dir abhaben. Tja, Pech, es ist mein Stück. Oh ja, komm mal. Wir sollten in Bewegung bleiben. Ah ja. Das sieht nicht gut aus, Peter. Wow. Ist das... so eine Art Folterkammer? Sie sehen friedlich aus. Der Tod kann sehr friedlich sein. Sieht aus, als wurde ihnen das Leben ausgesaugt. Oder ihr Glaube. Als wären sie überhaupt nichts wert. Hey, alles in Ordnung? Ich fühle mich wie auf Halbwelt. Einige meiner Mitexperimente wurden auch so einem Mist ausgesetzt. Die Kree-Wissenschaftler sagten, wir wären auserwählt. Und die haben es geglaubt. Auch dann noch, als sie starben. Aber du nicht. Ich war einer von den Cleveren. Ich und... Layla. Ich kann mir das nicht ansehen. Hauen wir von hier ab! Ich hab genug von diesem Albtraum. Hoffentlich ist eine Funkzentrale in der Nähe. Ramsch hat uns hierher geschickt. Er hat uns in eine Sackgasse geschickt. Für ihn war es keine Sackgasse. Naja... Hoffen wir mal, dass Drax Abkürzung in dieselbe Richtung führt. Ja, eine Abkürzung. Ein bekanntes Gerät. Oh, guck mal. Wer seid ihr denn? Ich werde für jede Personenbatterie hier eine Kugel in einen dieser Flager jagen. Das sind aber viele Kugeln. Ich hab genügend. Ich will eine weitere Runde mit dem großen Einiger. Ich habe viele Fragen an diesen Mann. Ich hab für diese Monster nur Granaten übrig. Nice. Bevor er die Zeit hat, weiter zu warten. Sie stehen auf, ich lehne sie um. Leute, Gruppe
Paket. Bist du blind oder was? Ich und meine Sehkraft ist einwandfrei, Abscheulichkeit. Und ihr beide steht bei dem Sieg im Weg. Wie bitte? Wir? Du ruinierst uns den Spaß. Ich und Groot haben allein eine bessere Chance auf den Sieg. Hört auf zu streiten, wir haben alle mehr Spaß, wenn wir als Team gewinnen. Genau. Wow, Leute. Ihr spielt alle überhaupt nicht mehr zusammen. Weil ihr euch alle auf das Falsche konzentriert. Spaß entsteht nicht aus einer Solo-Nummer, sondern wenn wir sie gemeinsam in perfekter Harmonie zerlegen. Wer ist dabei? Weise Worte, Peter Quill! Na, endlich! Oh yeah! Bei dem war mehr als nur das Gehirn im Eimer. Diese verwirrten Seelen wissen nicht, was Schluss ist! Messer, was ist ihr eigentliches Ziel? Erzwungene Indoktrination der gesamten Galaxie? Ein Egomane und ein Haufen Idioten reichen aus, um alles für alle zu ruinieren. Der Nächste. Niemand. Nice. Ein weiterer Orakulte. Mann, weniger. Das war ein gutes Gefühl. Geil. Mal sehen, wo wir sind. Kamera ist einfach schon irgendwo da oben. Keiner rankommt.